Hallöchen und willkommen zurück bei Lead Angels. Letzte Folge, dann zum Schluss doch nochmal so ein paar Sachen eingesackt. Commercial Samples 6 Stück. Könnte sein, dass es dafür Geld gibt. Mal schauen. So, und wir nehmen jetzt doch mal mehr mit. Wir suchen natürlich hier und da vielleicht dann doch nochmal jemanden zum Abschießen, um ein paar Verdienstpunkte mitzunehmen. Oder aber Signalquellen. Kriege ich die noch? Da bin ich schon zu weit, oder? Doch, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, gut. Hat noch geklappt. Ich hätte mehr Drohnen einpacken sollen. So, was liegt denn da rum? Sprengstoffe. Ist ja witzig. Sprengstoff. Ich habe noch nie mit Sprengstoffen gehandelt. Deswegen nehmen wir es doch direkt mal mit. Oder bin ich ein bisschen zu weit geflogen? Immer nur eine Drohne und das geht ja relativ flott, ne? Auch gestohlen. Naja gut, dann müssen wir halt auf dem Rückweg irgendwo anhalten, wo es einen Schwarzmarkt gibt. Sprengstoffe. Das ist echt interessant, das jetzt mal nach so vielen Stunden mal wieder mitzukriegen, was alles so in den Signalquellen vorkommen kann. Ich habe das ganz am Anfang sehr gern gemacht. Da habe ich eigentlich fast jede Signalquelle irgendwie mitgenommen und dann irgendwann gar nicht mehr, weil sich es einfach nicht gelohnt hat. Und jetzt denke ich mir aber gerade, Mensch, gut, gerade für den Anfang, wenn man mit dem Spiel beginnt, doch einfach mal die Signalquellen anfliegen. Selbst wenn ich nur 2, 3, 4 Frachtplätze mit der Sidewinde habe, einfach das Zeug einsacken. Dafür braucht man nichts, das kann man auch manuell machen. Und da kann man damit auch schon ein bisschen Geld verdienen. Sprengstoffe. Ich weiß nicht, was die wert sind. Aber trotzdem. Manchmal wünschte ich mir echt einfach nochmal von vorn zu beginnen. Also um Gottes Willen, ich mache das auf gar keinen Fall. Nie im Leben. Aber ich glaube, das kennt jeder von euch. Dass es manchmal halt trotzdem übel geil ist. Wenn man dann halt gerade anfängt. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, man fängt gerade an. Und muss ich dann wirklich erstmal hocharbeiten. Und gerade so die ersten zig Stunden in solchen Spielen sind ja dann doch schon sehr, sehr motivierend. Und es gibt einfach so viel dann immer zu tun. Man kennt nicht alles. Ist jetzt auch noch so, ich kenne jetzt auch noch nicht alles, aber einen Großteil gehe ich jetzt einfach mal von aus. So. Niemand da? Keine Signalquelle. So, ich düse hier einfach mal ein bisschen im System rum. Wir können uns ja im Kreis drehen. So leicht im Kreis. Eine starke Signalquelle. Die schauen wir uns mal an. Wir hatten schon ein paar Mal in einer starken Signalquelle so ein paar Anaconda-Hinterhalte. Ich glaube, das Geilste, was wir mal erleben durften, waren dann 4 Anacondas. Wovon, glaube ich, auch 3 direkt mal das Feuer eröffnet haben. Da bin ich ja gerade noch so davon gekrochen. So, deswegen ist so eine starke Signalquelle immer so ein bisschen, naja. Aber wir schauen mal rein. Es können auch ein paar Transporter unterwegs sein. Okay. Gut, schauen wir mal nach, was wir hier haben. Na, da liegt wieder was rum. Ein KI-Relikt. Was zur Hölle? Fuck, da sind ein paar Leute aufgetaucht. Schon, pack die Sammlerdrohne aus. Sack das mal schnell ein. Ich habe das jetzt mit Absicht ausgewählt, damit die das schnell einsammelt. Komm schon, Holz, 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 Holz. Hohoho, wir kriegen übel auf den Sack. Komm schon. Ja, Fracht aufgenommen, super. Oh fuck, 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 alter Schwede. Oh oh. Alter. Alter. Lass uns abhauen. Nein.
Oh Gott, Gott sei Dank, hier sind wir erstmal aus dem Bereich raus, wo sie uns noch treffen. Alter, mein Herz pumpt gerade. Komm schon, lass uns abhauen. Ich drücke gerade wie ein Bekloppter auf den Düppeln drauf rund und auf den Boost. Oh Gott. Nein. Nein, lass mich in Ruhe. Komm schon. Anna, Konikova. Hey, na, alles klar, Lust auf Crime Sweep. Oh. Ja, kommt genau zur rechten Zeit. Alter, jetzt spring endlich weg mit der Anaconda. Würde ich gerne mitmachen, aber falls du das siehst, du siehst ja, es ist gerade echt ungünstig. Scheiße. Ach, jetzt lass uns endlich abhauen. Das darf doch nicht wahr sein. KI-Relikte. Geil. Boah. Ey, ist das mies. Ey, 3 Anacondas wahrscheinlich. Ja. Übelste Massesperre. Ey, ich habe wirklich gedacht, uns zerlegt jetzt voll. Na komm schon. Meine Fresse, dann müssen wir doch erstmal einen Schwarzmarkt aufsuchen. Wir brauchen eh erstmal was, wo wir uns hinstellen können. So. Gott, springen davon. Huh. Die Folge ist noch relativ jungfräulich und das Schiff ist schon halb im Arsch. Ich habe wirklich schon den Versicherungsbildschirm gesehen. So, erstmal die Schildbooster aus. So, damit wir wieder Schild kriegen. Okay, lasst uns abhauen. Wir machen uns vom Acker. Und am besten natürlich irgendwo hin, wo wir auch. Das wäre nicht schlecht. Vielleicht einen Schwarzmarkt haben. Ja. 19.000 Lichtsekunden. Ist mir jetzt egal. Ist jetzt das Erstbeste und das nehmen wir auch. Fliegen wir halt mal die paar Lichtsekunden dorthin. Ein KI-Relikt. Ha. Weiß gar nicht. Könnte ich direkt mal nachgoogeln. Ein KI-Relikt. Habt ihr sowas schon mal gefunden? Ich habe das jetzt, glaube ich, zum allerersten Mal gesehen. Ah ja, ich habe noch einen Treibstoffsammler drin. So, wunderbar. Schild ist schon mal wieder da. Ich glaube auch... Na doch, ich habe noch eine Schildzelle, die nehmen wir direkt mal. Dann können wir das mal tauschen, dann kann ich auch die Schildbooster direkt wieder anmachen. Boah, das war so knapp, ey, unfassbar. Eine Orca und eine Pferdenaus, das ist doch mal eine nette Mischung. Beide nur noch 90% Hülle. Ich finde gerade nicht wirklich viel zum KI-Relikt. Hm. Nö. Gar nichts. Es gibt einen Forumsbeitrag aus dem deutschen Forum, aber... Boah, schmeißt mich da so mittendrin rein. Ah, guck mal, keine 19.000, nur knapp 16.000 Lichtsekunden. Oh, nicht so nah ran. Nicht, dass es uns nur rausschmeißt und den Rest der Hülle kaputt macht. So. Düsen wir jetzt mal da hinten hin. Dauert ein bisschen. Ich gucke hier mal weiter, ob ich doch noch was finde. Ich glaube... Ich habe hier ein Bild gefunden. Da verkauft... Oder da wird als Bergungsgut Antiquitäten und KI-Relikte angezeigt. Und ein KI-Relikt bringt um die 140.000 Credits. Wow. Wenn es so geblieben ist. Das kann sich natürlich ändern, aber
Da habe ich wenigstens die Reparaturkosten drin. Ich denke, das war ganz gut, dass ich das dann doch noch schnell mit der Drohne eingesammelt habe. Wir schauen mal hier, wenn wir hier so eine Wrackstelle finden, dann nehmen wir die einfach mal mit. Das können wir ja machen. Krass, 140.000 für ein so ein Ding. Stell dir mal vor, du hast davon 400 Stück im Frachtraum. Würdest du, glaube ich, nie überleben. Nur unidentifizierte Signalquellen. Vielleicht ist das ja von den Targoiden irgendein Stück. Kommt aber auch keine Wrackstelle. Schade. Wie weit haben wir es denn noch? 11.000 Lichtsekunden. Ja gut, 2-3 Minuten noch, dann sind wir da. Müsste ich nur noch reinkommen und landen, ohne dass mich jemand scannt. Das wäre ganz geil. Sonst haben wir direkt nochmal eine Strafe. Keine, schade. Community Event geht noch. Bald Tier 6 erreicht. Immer noch Top 5%, wird sich auf jeden Fall noch ändern, so den Top 15. Das mit den Top 5 wird wahrscheinlich nicht reichen bis zum Schluss. Aber die sind ganz gut dabei. Da wird fleißig gehandelt. Mittlerweile knapp 6.000 Teilnehmer sogar schon. Cool. Wir positionieren uns jetzt mal so, dass ich direkt gerade reinschießen kann in den Briefschlitz. Dass ich dann nicht erstmal irgendwie außen rum oder von schräg mich da reinfriemeln muss. Dass wir halt nicht gescannt werden. Keine Signalquelle hier draußen. Schade. Typ 6, Typ 7 Transporter unterwegs. Gut, dann sind wir gleich da. Abbremsvorgang eingeleitet. Keine weiteren Signalquellen, bloß ganz am Anfang ein paar unidentifizierte, jetzt gar keine mehr. Schade eigentlich. Hat gedacht, dass wir wenigstens eine finden. Genau, diese Commercial Samples, die haben wir auch noch. Na, ich bin jetzt echt... Oh, da kommt wieder eine unidentifizierte. Noch eine? Nein. Wie muss ich denn ran? Scheiße. Ich sehe jetzt nicht, von wo aus das gerade sein könnte. Wir fliegen einfach mal drauf zu. Könnte eigentlich ganz gut passen, dass wir da direkt relativ gerade rauskommen. Gut. Und ab dafür. Verdammt. Fliege ich jetzt erstmal außen rum. Das tue ich mir jetzt nicht an.
Okay, probieren wir's. Scheiße, die kreisen da jetzt sehr nah. Die kreisen ja immer da drum rum. Okay, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Okay, gut. Hat funktioniert. Wunderbar, ohne Scan reingekommen. Spitze. So, jetzt nur noch unauffällig verhalten. Landecomputer ist übrigens rausgebaut. Ich brauchte den Platz für die ganzen Sachen, die wir hier dabei haben. So, geil. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. 81.000 Reparatur. Kontakte. Schwarzmarkt. Ja, ich würde gerne ein paar Sachen verkaufen. Ah, KI-Relikt 108.000. Galaktischer Durchschnitt 132.000. Wieso kriege ich mir so wenig? Ist egal, macht nichts. Verkaufe ich direkt hier. Die Commercial Samples, die bringen leider echt nicht viel. 123 das Stück. Sprengstoff schon ein bisschen mehr. 2400. Verschleißteile gleich nochmal repariert. Drohnen können wir nochmal auffüllen. Wir schauen hier mal in die Ausrüstung rein. Vielleicht gibt es hier ein bisschen was. Ich bräuchte halt nochmal den besseren Schildgenerator und den Energieverteiler. Den gab es nicht, als ich das vor der letzten Folge ausgestattet habe, das Schiff. So, mal das Licht hier ausmachen. A6 nur. Hier ist er. Ah, auch nur ein B7 Schildgenerator. Mist. Schade. Gibt es denn hier am schwarzen Brett? Hm, Spenden. Übrigens ist es mir bewusst, dass ich manchmal spende in Systemen, wo ich vielleicht nicht dürfte oder nicht sollte, weil das wieder nicht so gut fürs Imperium ist, wo ich mich eigentlich hocharbeiten möchte. Aber das mache ich trotzdem. Gut, jetzt hier nicht. Das ist jetzt hier, gehört zu gar keinem, deswegen lasse ich das. Startseite, gibt es was Neues? Was sagt die Verkehrsmeldung? Auch jedes Schiff einmal da gewesen. Na gut, haben wir hier noch was zum Abgeben? Ich glaube, die hatten wir mal alle abgegeben, genau. Warnmarkt? Schrott. Gibt es hier was Besonderes? Vielleicht irgendwelche raren Güter? Könnten wir auch mal machen, so eine Rare-Good-Route fliegen. Vielleicht auch keine schlechte Idee. Computerteile. Nahrungskartuschen. Hießen die nicht mal Nahrungsmittelkartuschen? Bin mal gespannt, wann die einführen, dass man Pioneer auch kaufen kann. Bestimmt mit Horizons. Gut, na obwohl, Platin kann man bis heute auch nicht kaufen. Bisschen schade. Ist keine so tolle Station. Leistungssteigerer, Vorläuferzellen bringen hier gutes Geld, wenn man das hier abliefert. Ja, der Rest geht so. Ja, ist jetzt auch nicht so das Beste. Ah, hier ist nochmal Sprengstoff. Naja, gut. Okay, dann war es das für heute erstmal wieder. War ja dann ja doch mal endlich wieder was anderes. Und ja, Glück gehabt, das Schiff
hat's überlebt. Mein Herz hat sich auch wieder beruhigt. Die Schweißtropfen auf der Stirn sind verdampft. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.